Hallo und herzlich willkommen zurück bei Train Station Renovation. Hier beim Spiel, wo wir letztens aufgehört haben und jetzt fortsetzen, wo wir aufgehört hatten. Bei unseren ersten Aufräum-Action. Geht's weiter. Bis wir endlich so hinterlassen haben, wie es vorher war. Genau, da sind schon Sachen drin in der Tonne. Das ist gut. Aber dieser Handtuchspender dient ja nicht als Klopapier. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Wo wollen die Leute sonst ihren, ne? Wenn sie mal ganz groß müssen, ganz dringend, dann geht's nicht. Weil die können mit ihren nackten Hand doch nicht am... Wie soll das gehen? So ungefähr, ja, dann dürfen sie da nicht reingehen. Jeder normale Mensch muss auch mal groß. So, und jetzt gucken wir hier rein. Ach du Heiliges. Genauso wie man will aussteigen, man parkt erstmal. Nee, Quatsch, man will einsteigen ins Auto. Man parkt erst, parkt nicht erstmal. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Also pass auf, ne? Man kommt da so zu so einem Parkplatz. Man will einsteigen. Ne? Man will einsteigen in sein Auto. So, ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn das, neben dir das Auto, wer weiß, wie dicht geparkt hat. Ja. Ne? Und der Kunde von dem Auto, der ist natürlich gleich anwesend. Mit seinem komischen Kind. Ne? Jedes Kind ist komisch. Egal welches. So. Ne? Man kommt da so hin. Denkt sich nicht so, nichts weiter. Und man will einsteigen. Einfach so, man will einfach nur einsteigen in sein Auto und losfahren mit seiner Frau. So, ne? Macht die Tür auf. Gut, hab's nicht rechtzeitig so die Tür öffnet. Also nicht, wie soll ich das erklären? Wenn man die Tür öffnet, muss man natürlich aufpassen, dass man nirgendwo gegenkommt. Gut, ist mir ein Fauxpas passiert. Gerade an dem Punkt, wo der komische Typ mit seinem Drecksauto nicht richtig parken kann. Wer weiß, wie dicht an mir rangekommen ist. Fing sofort an zu heulen. Mein Lack, du weißt doch nicht, wie teuer die Scheiße ist. Und das mit seinem Kind, was schon in den Stiegen ist, hinten sitzt und sich da hinten kaputt lacht, oder was? Was soll das? Also Leute, was ist denn wichtiger? Dein Kind, was im Auto sitzt? Oder dein Scheiß-Lack? Hä? Ist da ein bisschen Banane im Kopf oder was? Das ist mir dem Kind wichtiger, die Sicherheit zu gewährleisten, als dieses scheiß bisschen Lackratz. Also ich bitte euch, wie kann man sich so pissig haben? Ja, auch wenn das Auto nagelneu ist und so, damit muss man rechnen. Jeder versucht irgendwie zu verhindern, nicht irgendwie mit einer Tür, wenn man einsteigt, irgendwo ranzukommen. Aber wenn der Typ vorher so bescheuert geparkt hat und mir keinen Platz lässt, dann braucht der Typ sich nicht wundern. Also ganz ehrlich. Lackier doch selbst.
Echt, ey. Solche Idioten. Selbst bei mir sind hier und dort mal kleine Kratzer. So, nu heule ich jetzt rum oder was? Mein Lack, ich weiß nicht, wie teuer so eine Scheiße ist. Oder eine Delle. Gut, bei der Delle würde ich was sagen, aber beim Kratzer doch nicht. Beim Mini-Kratzer, ich bitte euch. Hört auf zu heulen. Ist halt so. Was ist dir lieber? Den scheiß Lack oder dein Kind? Was hinten sitzt im Auto? Also, für mich wäre das andersrum. Ah, soll ich bestimmt auch noch machen. Hier, glaube ich, irgendwo. Ich habe doch eine Aufgabe gezeigt bekommen, dass ich hier. Genau. Genau, jetzt müssen wir diesen Zug noch ein bisschen instand setzen. Also reparieren in dem Moment. Ja, wir reparieren ja alles. Wir können das. Wir sind ausgebildeter Hausmeister. Wir können alles. Einfach nur schön. Wunderschön. Und jetzt kriege ich bestimmt lauter Hate-Kommentare wegen diesem scheiß Lack am Auto. Wow, Lack ist auch so wichtig. Lack ist wichtiger als dein Kind. Hm, du kannst den Weihnachtsmann erzählen, aber nicht mir. Freund Blase. Ich hab mich extra noch entschuldigt, aber nö, er musste noch weiter meckern. Ich bin höflich, ne? Wenn mir was passiert ist, dann entschuldige ich mich. Ist ja wohl normal. Ich bin und bleib höflich. So oder so. Ob es euch gefällt oder nicht. Jetzt klecker ich hier. Ah, nass. So. Alles gemacht. Super. Gut. Was soll ich jetzt hier noch machen? Bänke und Stühle und ein Eimer und Fahrgasteinteil. Okay, gut. Das machen wir das ist draußen. So, jetzt machen wir erstmal hier drinnen. Genau, hier drinnen. So, Rauchmelder. Kommt so an der Wand. Normalerweise nach oben. Aber hier einfach so an der Wand. Okay. So an der Wand. So. Wipken. Hier so. Ja, genau. Zack. Auch wenn das nur draußen ist, ist egal. 6. Nein, 6. Nicht 5. Die 6. Achso, geht gar nicht. Ah. Okay. Da kommen wir noch einen zweiten Gepäckablage und dann ist gut. So. Dann werden wir mal alles schön einrichten. Rotate. Ah, andersrum. Oder doch so rum? Ja, so rum. Würde ich sagen. So. Naja. Ich habe keine Ahnung von diesem Büro hier, Kram. Aber was soll ich machen, ne? Also, sieht schon richtig bürotechnisch gut aus. Zerlegen. Okay, dafür brauche ich einmal das. So, einmal reparieren. Nice. Jetzt funktioniert der auch wieder. Genau. Nanu. Wird mal jetzt nicht komisch, ja? Ich bin auch nur ein einfacher Mensch, der hier nur einfache Dinge erreichen kann. So, warum ist das hier noch? Soll bestimmt dranbleiben oder kann das ab? Ich guck mal. Muss er dranbleiben oder kann das ab? Kann bestimmt dranbleiben. Ja. Gut. Also bürotechnisch sieht es schon etwas gemütlich aus, ja. Man kommt überall durch. Ja. So. Also, wir fangen an mit die 6. Fahrkartenautomat. Natürlich dahin, wo es am besten ist. So. So. Dann lieber nicht. So. Ja, dahin. Hierhin.
Es muss auch wunderschön aussehen. Nicht einfach so hingeklatscht. So, hier fällt's mir. So, dann noch eine Uhr hin. Am besten so die Uhr hin, dass jeder die lesen kann. Und da so. Oder? Nee. Da sagt er nein, da sagt er nein. Da auch nicht. So ein bisschen traurig. Hier so in der Ecke. Ach komm, mach mal einfach hin. Ah, hier draußen müssen wir ja noch machen. Und wir sind schon bei 30 Minuten. Okay. Also wir haben 4 Bänke, 2 Mülleimer. Da war nichts dagegen, wenn ich die Uhr hier anbringe, oder? Ansonsten habe ich hier nichts. Keine Säule, nix. Nienta. So. 4. Fahrgastanzeige auch von der Seite her. Und 1 zu ersetzen. Hä? Da, die Tür. Oh. Wo soll man das wissen? Ob ich diese Folge kürze oder nicht, werdet ihr dann sehen. Mal 30 Minuten und ich kann ja nicht immer alles rausschneiden. Ich glaube nicht, dass ich muss. Ich glaube auch nicht, dass ich diese Folge kürzen muss. Ja, off. Aber ich versuche mein Bestmögliches, um diese Folge ansehbar machen zu wollen. Und zwar werde ich einige Arbeitsschritte überspringen, um euch diese Folge so kurz wie möglich zu machen. So, ich habe dieses Level abgeschlossen. Das Level wurde beendet. Du hast alles erledigt. Du kannst nun noch herumlaufen oder du gehst ins Hauptmenü. Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ne? Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Spiele auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann hauptsächlich in der nächsten Folge mit Ciao mit V. Tschüss.